Ja, herzlich willkommen bei unserem Bonuskapitel Einfärben vom Rollfondant oder Marzipan. Es ist immer der gleiche Vorgang. Wir machen das jetzt mit weißem Rollfondant. Ganz wichtig, vorher durchkneten, dass er schön geschmeidig ist. Und ganz am Anfang bitte zieht ihr euch eure Einmalhandschuhe an, weil durch die Lebensmittelfarben können sie dann die Farbe auf die Hände bringen, auf die Haut, und es ist wirklich sehr, sehr schwer, diese wieder wegzubekommen, überhaupt wenn man viel einfärbt. Dann kann es wirklich sein, dass man dann ganz bunte Hände bekommt. Also wirklich einmal Handschuhe verwenden, wenn es geht Vinylhandschuhe und keine Latex, weil der Latex wieder bei den Lebensmitteln eher kleben bleibt als die Vinylhandschuhe. Ja, wie gesagt, ihr seht, ich nähte bereits den Rollfondant. Es ist wirklich wichtig, dass er wirklich geschmeidig ist, weil wir ihn so wirklich viel, viel leichter bearbeiten können und die Farbe geht hier schneller hinein. Ja, er hat jetzt die richtige Konsistenz und ich gebe einfach her. Und mit einem Zahnstocher gebe ich jetzt eben die Lebensmittelfarbe hinein. Ich bevorzuge Pasten, darum trage ich es mit einem Zahnstocher auf. Es gibt aber auch im Handel flüssige und es gibt auch Pulver. Die Pulvermittel muss man laut Inhaltsangabe einfärben und die flüssigen, die sind natürlich schon flüssig, da braucht man nichts mehr machen. Bei den Flüssigen ist es auch so eine Sache, wenn ich Flüssige hier mit einarbeiten würde, dann würde mir der Rollfondant sehr weich werden und das will ich nicht. Also die Flüssigen nimmt man eher für Cremen, aber wie gesagt, wir machen heute Rollfondant und da nehme ich prinzipiell keine flüssigen Lebensmittelfarben. Lebensmittelfarben bitte nehmen, wo auch ihr die Gewissheit habt, dass sie in Ordnung sind. Es gibt sehr, sehr viele auf dem Markt und nehmt wirklich die guten, lest euch alles durch, dass ihr wirklich sicher sein könnt, dass hier keine Giftstoffe drinnen sind. Es gibt nämlich sehr, sehr viele auf dem Markt. Wo bekommt man sie her? Man bekommt sie übers Internet und vielleicht verkauft euch auch der Konditor ein bisschen Farbe. Ja? So, jetzt zeige ich das einmal, wie das geht. Wie gesagt, die in Pasten mit einem Zahnstocher auftragen. Also ich habe wirklich nicht viel oben und ich stiche jetzt einfach ein paar Mal da hinein. Man sieht immer durch das Hineinstechen, wie viel Farbe eigentlich noch auf dem Zahnstocher ist und es färbt immer noch ab. Also wirklich, stecht es da wirklich ein paar Mal hinein und wenn wirklich nichts mehr herausgeht, dann passt es schon. So, und dann einfach versuchen, das zu verkneten. Ich tue das bewusst so einklappen. Ja, weil sonst habe ich die Farbe da auf den Fingern und dann fange ich einfach zum Kneten an, zum Vermischen. Und ihr seht jetzt, wenn ich solche Bewegungen mache und ich möchte einen blau marmorierten Effekt, dann habe ich das hier bereits so bekommen. Angenommen, ich würde das jetzt auswählen. Ja, ich mache das jetzt sogar. Immer wieder mit ein bisschen Stärke. Und wenn ich jetzt hier auswähle, kann man sehen, was für einen tollen marmorierten Effekt ich bekomme. Also so bekomme ich eine Marmorierung hin. Ja? Also wirklich ein toller Effekt. Also das bekommt man ganz am Anfang, wenn man eben die Lebensmittelfarbe hineinstreicht. Ja? Und wenn ich das jetzt nicht so stark möchte, naja, dann tue ich es halt weiter. Mache eine Kugel.
und wähle es aus. Also das ist der typische Marmorie-Effekt. Also wunderschön, die Faserungen. Schaut toll aus, diese Technik. Also das ist wirklich eine leichte Technik und so einfach eigentlich ein Trick, eine Marmorierung hinzubekommen. Ja? Ja, wenn ich jetzt aber weiter arbeite, dann bekomme ich eine gleichmäßige Farbe. Ich mache das immer gerne in der Hand. Ich ziehe es auseinander, drehe es, ja, und man sieht, die Farbe wird wirklich gleichmäßig. Man sieht wirklich, dass jetzt keine Marmorierung mehr drinnen ist, sondern wenn ich jetzt hier das so auseinanderziehe, ist der Rollfondant durch und durch gefärbt. Und so mache ich es, wenn ich eine Farbe möchte. Ja? Ich habe das jetzt absichtlich mit Blau gemacht, weil Blau sieht man sehr schön. Und so wäre dann der Rollfondant blau eingefärbt, fertig für die Überzüge. Ja, was ist, wenn ich jetzt zu viel eingefärbt habe, wenn ich zu viel Farbe erwischt habe? Dann kann ich das ausgleichen wieder, damit dass es wieder heller wird, mit weißem Rollfondant. Da müsste ich halt dann wieder genauso eine große Kugel oder ein bisschen weniger, so wie ihr halt die Stärke haben wollt, von dem Blau dazugeben und dann wird er natürlich wieder automatisch heller. Ja? Und wenn ich ihn dunkler haben will, ist auch logisch, gebe ich mehr Lebensmittelfarbe hinzu. Ja? Also ich glaube, das habe ich jetzt gut erklärt. Zum Heller machen, Weißen dazugeben, zum Dunkeln machen, wieder Farbe hinzufügen. Ja, ganz wichtig beim Rollfondant, wenn er fertig eingefärbt ist und man braucht ihn nicht sofort, in einen Nylonsackerl geben und luftdicht verschließen. So hält er nämlich und trocknet nicht aus. Ja, wie kann ich Rollfondant oder Marzipan auch auf natürliche Weise einfärben? Es gibt nicht so viele Produkte. Kakao zum Beispiel ist ein tolles Produkt, damit man das braun einfärben kann. Wenn ich braunen Rollfondant haben möchte, färbe ich prinzipiell mit Kakao ein. Also mit keinem Benko oder Nesquik, sondern wirklich Kakao. Und dann knete ich eben dieses Kakaopulver in den Rollfondant hinein und mein Rollfondant wird dann richtig so schokoladebraun. Wenn ich irgendeine rosarote Variante möchte, dann nehme ich einen Sirup, zum Beispiel Himbeersirup, für einen rosaroten Fondant. Da gebe ich dann wirklich einen Löffel, ein kleines Kaffeelöffel dazu. Natürlich wird dann die Farbe auch nicht so intensiv. Und wenn man wieder Flüssigkeit dazu bringt, habe ich schon gesagt, wird der Rollfondant leider weicher und dann lässt er sich nicht so gut verarbeiten. Aber man kann ja nicht nur Rollfondant einfärben, man kann auch Glasuren einfärben. Ihr wisst zum Beispiel, heißes Wasser, Staubzucker und ich möchte dann eben diesen Zuckerglanz eben dann rosarot oder braun. Wenn ich ihn rosarot haben möchte, dann gebe ich da Sirup hinein. Da gebe ich aber erst den Sirup hinein und brauche oft gar kein Wasser nehmen, weil eben das schon flüssig wird. Und mit dem Kakao mache ich das genauso. Ich gebe Wasser, Kakaopulver, ganz wenig Wasser. Also das müsst ihr wirklich Step by Step machen. Ja, das ist alles vom Einfärben. Ich hoffe, ich habe euch ein paar Tipps geben können. Es ist auch immer sehr interessant, welche Farben man im Effekt dann hat. Und jetzt zeige ich euch noch etwas. Ich habe hier einen orangen Fondant eingefärbt und ich werde hier jetzt eine zweifärbige Marmorierung machen mit einem
mit einem Teil davon, weil eben der Effekt auch sehr schön ist. Ich teile mir einfach den Fondant in verschiedenen Teilchen, ja, und ich setze das dann einfach so zusammen. Ja, und jetzt drehe ich das, wie ich das brauche, wie ich das einfach mag, wo ich mir denke, das schaut einfach super und toll aus. Mache eine Kugel. Und das ist eine tolle Resteverwertung von verschiedenen Farben, wenn man schon verschiedene Rollfondos-Farben hat. Und ich mache dann zum Beispiel irgendeine Torte, eine rechteckige Torte oder eine runde. Und ich wähle das dann aus. Und ihr könnt sehen, wenn ich so habe, hat es einen anderen Effekt. Wenn ich so habe, hat es wieder einen anderen Effekt. Also, man bekommt wirklich da eine zweifärbige Marmorierung und es schaut auch optisch sehr schön aus. Die Überzüge müssen nicht immer brav in einer Farbe sein, sie können nämlich auch in mehreren Farben gestaltet werden und die Torten haben einfach einen anderen Ausdruck und sind ein bisschen anders. Und ich sage immer, warum alle immer so schön brave Torten, sie können auch ein bisschen frech sein. Und das ist auch bestimmt eine Idee dazu, dass eben Torten auch gemacht werden mit einem anderen Ausdruck, mit einem anderen Aussehen. Und außerdem habt ihr dann auch die Reste eures Rollfondants von den eingefärbten Stücken verbraucht. Viel Spaß beim Nachfärben und wenn ihr das so nachmacht, gelingt es bestimmt und ihr habt keine Probleme damit. Alles Liebe, eure Anita.